und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, ich habe wieder ein erneutes Diamond-Adler-Bild für euch. Und zwar von der Künstlerin ist das Peter's Fall von You My Art. Wir haben hier ein quadratische, eckige Steinchen, genau, mit der Größe 102 x 51 cm. Und ja, genau. Ich bin ja gern so ein Anime-Schauer und das hat mich irgendwie total daran erinnert. Und dann musste das einfach mit. Genau. Wir schauen hier mal rein. Wir haben hier einmal den Sticker wieder. Wir haben ein neues Toolkit. Und hier haben wir die Leinwand. Ich klebe mir wieder mal Aufkleber auf den Karton. Aber ihr könnt ja natürlich überall hinkleben, wo ihr das gerne möchtet. Ne? Also das ist nicht unbedingt, dass er hier auf den Karton muss, wie ich das mache. Wir schauen uns das Toolkit einmal an. Und wir haben, ich muss gerade mal schauen, dass hier nichts mehr drin ist. Genau. Wir haben einen pinken Glitzerstift. Ich meine, das, doch, da sieht man es. Pinken Glitzerstift mit einem pinken Squishy. Griffy oder wie man das jetzt auch nennen mag. Kann man schauen, dass ich den hier reinbekomme, weil er möchte nicht so richtig. Jetzt aber. Glaube ich, irgendwas. Ja. Naja, so richtig drüber möchte er nicht. Aber genau, da sieht man es. Wir haben wieder unsere Zipptütchen. Wir haben hier eine schwarze Pinzette. Diesmal habe ich hier sogar auch damit Artclub draufstehen. Steht von beiden Seiten drauf. Wir haben wieder eine schön spitze Pinzette, also wirklich toll. Und die sind wirklich sehr spitz, also bitte aufpassen. Wir haben hier dann wieder unsere Mehrfachsetzer. Wir haben einmal Nummer 7, also 7er Setzer und einmal 4er Setzer. Wir haben wieder unser Herzwachs, zwei Stück. Hier haben wir ein Washi-Tape, unseren Coverminder, die ist halt auch so schön. Coverminder und wir haben hier wieder unser Schiffchen. Stöpsel für vorne dran, dass die Steine nicht rausfliegen. Das ist einmal hier das Toolkit. Und das mache ich auch hier wieder zurück. So. Und dann widmen wir uns die Leinwand. Und holen erstmal alles raus. Ja. So, hier haben wir dann natürlich wieder unsere Anleitung, unser Dankeschön. Ne? Hier haben wir dann Sticker. Wir haben 42 Farben. Wir haben 2 AB-Steine. Und hier nochmal unseren Aufkleber. Die Daten. Und hier ist dann das Bild. Und wie ihr sehen könnt, wir haben sehr viel rosa, helle Farben. Ich packe die jetzt gerade einmal aus. Und wir schauen sie uns an. So,
Wir haben die 818 und die 602. Die 604 haben wir zweimal. Die 605 haben wir dreimal. Und die 415, die 3743. Wir haben ganze drei Päckchen von der 128, unserem ersten AB-Stein. Das ist ein schönes Rosa. AB, also Aurora Borealis Steine heißen so, weil die hier so einen speziellen Überzug haben, dass die Nordlichter widerspiegeln, wie die schön so schimmern. Schön so schimmern. Genau, wir haben die 819 dreimal. Dann haben wir hier die 152. Die 603 haben wir zweimal. Die 318 und die 778. Dann haben wir von 3865, da zählen wir jetzt gemeinsam, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Päckchen von der 3865. Wir haben hier ein Päckchen von der 818. So, wir haben 5 Päckchen von der 3756. Ein Päckchen 3861, die 931, die 3750, die 452 und die 3803. Dann haben wir hier die 775. Warum ist es denn so dunkel? Ich glaube, ich muss mal das Licht anmachen. Aha, jetzt. Die 775, die 762 und die 159. Und hier haben wir dann die 160, die 414, die 3727, die 967, die 161, die 758, die 930, die 600, die 3841, die 814, die 3041, die 310, die 317, die 353, die 3860, die 3809, die 3810, die 779 und hier haben wir dann noch ein AB, der gelbe mit die Nummer 130 und der 3326. So, Steinchen sind eingepackt und nun widmen wir uns der Leinwand. Ich rolle die gerade einmal verkehrt auf, dass es sich auch schneller legt. Bitte nicht mit doppelseitiger Klebefolie machen, nur mit gegossenem Kleber. Und hier haben wir das Bild. Ihr seht jetzt wahrscheinlich erstmal nur. Genau. Nicht viel. Wir haben wie immer links oben und rechts unten die Legende. Oben natürlich unseren Spruch, beziehungsweise dein Antlatspruch. Wir haben hier unsere lebenslange Garantie, die Social Media Kanäle und wie immer natürlich hier alles, was zum Bild, Künstler, Größe und Name vom Bild. Und ich muss sagen, es sieht wunderschön aus. Ich bin kein Fan von Pink eigentlich. Aber das erinnert mich so richtig an eine Anime-Figur. Also ich finde das richtig toll. Genau, wir haben hier, seht ihr ja, das Bild. Und hier geht es dann rum. Hier ist dann die Dame, das Mädchen. Und ja, gleich, also es ist wunderschön. Wir können auch gerne mal durchgehen und schauen, wo wir die ABs haben. Und dafür nehme ich mir jetzt kurz die 1. Wir haben die 1 hier überall in den Blüten. So verteilt. Ich muss gerade mal schauen, wohin ihr denn seht. Genau. Wir haben die hier überall so ein bisschen in den Blüten verteilt hier. Na ja, überall da oben, überall. Ja. Auch dann hier drüben. Sind hier überall so in den Blumen, überall hier so dieser pinke AB-Stein. Ist so,
Ja, hier nicht. Dafür dann hier. Genau, überall. Und der gelbe AB, wer kann sich denken oder wer hat es gesehen? Den haben wir hier oben. Jetzt kann man schauen, ob ihr das seht. Genau, hier oben überall in den Blüten, also sprich die Blütenmitte, ist alles unser gelber AB. Auch hier. Und auch hier dann weitergehend hier überall ist unser gelber AB versteckt. Also ein richtig tolles Bild. Wie gesagt, ich bin eigentlich nicht so der Pink-Fan, aber ich glaube, es wird richtig toll aussehen da drin. Und ja, da bin ich schon wirklich sehr gespannt. Und genau, ich versuche euch hier noch irgendwo das Bild einzublenden, wie es komplett aussieht, damit ihr das auch seht. Und ja, also ja, was soll ich sagen? Ich bin begeistert von dem Bild. Ich bin von allen Diamond Adler Bildern wirklich begeistert. Sie gefallen mir alle wirklich sehr gut. Und ja, da werden noch ein paar Folgen. Ja, ich bin eben dem Bann des Diamond Art Clubs gekommen. Ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, der ist da unten. Oder natürlich auch gerne ein kostenloses Abo, was mir sehr hilft. Das wäre hier unten. Und gerne auch die Glocke daneben aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, genau. Hoffe ich, euch hat es gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut und seid immer schön kreativ. Ciao!